Liebe Freunde des Festspielhauses in Erl, ich möchte Sie heute sehr herzlich einladen zu meinem Konzert am 11. Juli. Dort werde ich im wunderbaren Festspielhaus ein Programm zum Thema Nachtgesänge geben. Und zwar alles das, was die Bratsche ganz besonders gut kann, also das Singen und das Seufzen und die Melancholie, alles das wird ihren Platz finden. Und das Ganze mache ich mit zwei ganz besonders tollen Musikern, auf die ich mich sehr freue. Das ist einmal der Pianist William Yun, mit dem ich seit vielen Jahren zusammenspiele, und die junge Bratschistin Mariko Harder. Beide sind ganz besondere Musiker und werden mich unterstützen in diesem Programm, was einmal zum Beispiel die berühmte Violinsonate von César Franck beinhaltet. Die hat der Komponist selbst auch für Cello bearbeitet, und so habe ich mir die Freiheit genommen, sie auch auf der Bratsche zu spielen. Dann wird es Werke von Benjamin Britten geben, Duette von Felix Mendelssohn Bartholdy und vieles mehr. Ich freue mich auch deswegen ganz besonders auf dieses Konzert, weil die Akustik des Festspielhauses unglaublich passend und geeignet ist für die Bratsche. Das ist ja eher für die Oper bekannt, und ich habe selbst mit Maestro Kuhn im Saal ausprobiert und war ganz verblüfft festzustellen, wie schön die Feinheiten und die Nuancen, die man bei Kammermusik erzeugt, in diesem Saal hörbar sind. Denn gleichermaßen eigentlich ist er ja intim und großzügig zugleich, und deshalb möchte ich Sie sehr herzlich einladen, am 11. Juli nach Erl zu kommen. Alles Gute, Ihr Nils Mönckemeyer.